Ich darf Sie herzlich begrüßen, sehr geehrte Damen und Herren, insbesondere liebe Frau Rauscher, und mich herzlich bedanken für die Einladung hier erneut in Österreich ein wenig beizutragen zur politischen Willensbildung. Und wir haben ja auch schon vor der Volksbegehren zusammengearbeitet, das ja ganz erfolgreich war, und ja auch im Verfassungsausschuss Ihres Parlaments zusammengearbeitet und da das Parlament überzeugt, dass eben überhaupt ein Recht besteht, eben aus der Europäischen Union auszutreten. Das ist ja ein Recht, das bis 1993 abgelehnt wurde von allen, die da politische Verantwortung tragen, insbesondere vom Europäischen Gerichtshof. Und der Maastricht-Prozess, den ich ja geführt habe 1993 gegen den Maastricht-Vertrag, der noch vereinbart wurde, bevor Österreich Mitglied geworden ist der Europäischen Union, hat dann ergeben, dass eben das Recht, die Union zu verlassen, eben besteht. Also man kann sich von dem Rechtsanwendungsbefehl, aufgrund dessen, dass Europarecht eben vorrangig anwendbar ist, gegenüber den nationalen Rechtsordnungen eben auch wieder lossagen. Das ist ein äußerst wichtiges Recht, und das ist das Positive am Verfassungsvertrag, dass der Verfassungsvertrag sich genötigt sah, eben dieses Recht zu akzeptieren. Ich möchte aber vorher nochmal sagen, dass ich besonders gerne nach Salzburg komme, also nicht nur, weil es eine wunderschöne Stadt ist, da gibt es auch die Festspiele, ja, habe ich auch schon in Anspruch genommen, sondern auch meine Vorfahren väterlicherseits kommen aus Salzburg. Das ist allerdings schon länger her, also fast 270 Jahre. Sie wissen, welche Ereignisse das waren. Da gab es hier einen berühmten Erzbischof, der mochte die Protestanten nicht. Und so bin ich dann nach Preußen verschlagen worden, und das hört man jetzt an meiner Stimme. Also ich kann es und an meinem Tonfall vielleicht nicht so ganz ändern. Lebe jetzt aber schon seit 18 Jahren auch in dem schönen Nachbarland Bayern. Also jetzt zur Sache. Angela Merkel, die deutsche Bundeskanzlerin und Ratspräsidentin, im Augenblick will ja Europa, wie es immer heißt, das ja seit 50 Jahren bestehen soll. Ich dachte, Europa ist schon sehr viel älter. Das hatte ich im Griechischunterricht eigentlich mitbekommen. Aber für viele besteht Europa erst 50 Jahre, nämlich also als die europäische Gemeinschaft, europäische Wirtschaftsgemeinschaft, dieses Jahr zunächst, jetzt Europäische Union, immer noch mit dem wichtigen Baustein Europäische Gemeinschaft. Also, dass dieses Europa zusammengeführt wird unter den gemeinsamen Werten. Das ist ja ihr wichtigstes Wort, sie ist ja Pfarrerstochter und kann solche Dinge auch ganz gut zum Ausdruck bringen, wie die Berliner Erklärung vom Sonntag eben deutlich macht. Andersrum weiß sie auch, ihre Politik durchzusetzen, und zwar von oben nach unten, wie man neudeutsch sagt, top-down, und nicht gerade demokratisch von unten nach oben, bottom-up, denn das hat sie auch gelernt in ihrer Jugend, da war sie nämlich FDJ-Funktionärin. Und von beiden hat sie dann hinreichend viel mitgenommen, habe ich den Eindruck. Jedenfalls ihre Politik, wie auch die Politik überhaupt der Integration, insbesondere die Politik des Verfassungsvertrags, genauer des Vertrages über eine Verfassung für Europa, der nun gescheitert ist, wie wir gehört haben, die ist eben eine Politik der Obrigkeit. Eine Politik der, wenn man so will, sehr freundlich will, der Eliten, also ein Jahr weniger die Begeisterung zeigen oder heucheln über diese Entwicklung, denn sie profitieren reichlich. Da muss man ganz einfach sehen, es sind immer dieselben, die sich da stark machen für diese Integration. Und das ist dann der frühere Präsident des Europäischen Parlaments, Hensch, und das sind andere, die in hohen Ämtern sind, die auch reichlich bezahlt werden. Also dann fällt es auch nicht so schwer, seine Meinung dorthin auszurichten. Ein Richter am Europäischen Gerichtshof hat das monatliche Gehalt von 17.000 Euro. Dazu kommen natürlich, ich weiß nicht, ob Sie auch alle dieses monatliche Gehalt haben, wünsche ich Ihnen. Dann kommen natürlich noch einige Spesen dazu, dafür ein besonderes Steuerstatut. Das ist, die Steuerzahlungen sind da sehr viel geringer als üblicherweise für den etwas weniger verdienenden Bürger. Das Ganze ist eben auch ein großes Geschäft. Nur, wenn Angela Merkel nun gerade auf die Wertegemeinschaft hinweist, muss man auch erwähnen, dass gerade Benedikt der 16., der deutsche Papst, ja, der Papst für alle, kritisiert hat, scharf kritisiert hat, auch jetzt zum 50. Jahrestag, die Wertelosigkeit.
der Europäischen Union. Das ist ein schönes Gegenstück, weil sich mehr und mehr die Union lossagt vom Christentum und eben huldigt einen neuen Gott, den Kapitalismus. Ja, aber so neu ist er natürlich auch nicht, aber jetzt wieder mal, also sehr in Bewegung, dass die Hauptkritik an der europäischen Integration ist eben die Entwicklung zu Europas oder der Europäischen Union eben zu einer Region des internationalen Kapitalismus. Und das ist nicht für alle gut, das ist für einige gut, für einige wenige, insbesondere für international agierende Unternehmen, aber für die Bevölkerungen insgesamt ist es überhaupt nicht gut. Und ich weiß nicht, wie es in Österreich geht, so ein bisschen weiß ich schon, in Deutschland sinken die Einkommen der Arbeitnehmer und auch der Beamten, auch vieler Angestellte, insbesondere im unteren Bereich, sehr deutlich. Aber viele leiden auch darunter, dass sie gar keine Anstellung finden, denn wir haben ja etwa 4 Millionen, eigentlich sind es viel mehr, Arbeitslose in Deutschland. Und jetzt sind die neuen Zahlen natürlich günstiger geworden. Aber das liegt doch nur daran, dass alle Arbeitsverhältnisse mitgerechnet werden, auch wenn sie weniger einbringen als den Sozialhilfesatz. Viele der Arbeitnehmer, die jetzt nicht mehr als Arbeitslose gerechnet werden, sind dennoch angewiesen auf die Sozialhilfe in Deutschland. Ja, vielleicht ist das in Österreich auch nicht in jedem Fall anders. Und also da sind fragt wurde die Berechnung, der wirtschaftliche Erfolg, der kommt allemal nicht bei der Masse der Bevölkerung an. Aber ich will das systematisch sagen, warum diese Integration in dem jetzigen Zustand, der verstärkt werden würde durch den Verfassungsvertrag, der aber ja gescheitert ist in Frankreich und in den Niederlanden. Erst im Übrigen, was kaum einer weiß, jedenfalls die deutschen Politiker wissen das nicht, auch die deutschen Journalisten nicht. Wie ich gerade, ich hatte auch einige Vorträge gerade in Berlin wegen dieses Anlasses da auch erfahren konnte. Und die anderen Länder, auch die Europaabgeordneten der anderen Länder, ich hatte vor einigen kritischen Europaabgeordneten auch einen Vortrag zu halten, die wissen das auch nicht, dass auch Deutschland sozusagen in gewisser Weise der Kern der Europäischen Union mit Frankreich eben diesen Verfassungsvertrag nicht ratifiziert hat. Nicht? Es steht immer das Gegenteil in allen Veröffentlichungen der Bundesregierung und dementsprechend wird auch von den Medien genau das Gegenteil verbreitet, als wenn Deutschland natürlich diesen Vertrag ratifiziert hätte. Aber dieser Vertrag ist zwar von Österreich angenommen und ratifiziert, aber nicht von Deutschland. Deutschland hat die Bundestag und Bundesrat in Deutschland, die Legislativorgane, haben zwar zugestimmt, aber der Bundespräsident hat das nicht unterschrieben. Und weil er es nicht unterschreiben durfte. Das ist der Grund. Und ein Gesetz kommt in Deutschland nur zustande mit der Unterschrift des Bundespräsidenten. Das Zustimmungsgesetz gibt es eben nicht als Gesetz und er wird es niemals unterschreiben. Das Bundesverfassungsgericht hat ihm das untersagt zu unterschreiben. Es gibt auch das Bundesverfassungsgericht und der Bundespräsident wagt dem natürlich nicht zu widersprechen, ein Glück. Ich habe den Antrag gestellt. Ja? Namens Peter Gauweiler, ein CSU-Abgeordneter, und das Bundesverfassungsgericht hat auf diesen Antrag, weil er begründet war, weil es eigentlich völlig klar ist, dass dieser Verfassungsvertrag in Deutschland allemal und auch in Österreich verfassungswidrig wäre. Sonst hätte das Gericht diesen Schritt nie gemacht. Die haben aber aufgrund der Verfassungsbeschwerde von 300 Seiten, eben also die genaue Darlegung der Verhältnisse, dem Bundespräsidenten untersagt, das Zustimmungsgesetz zu unterschreiben. Und ohne Zustimmungsgesetz kann Deutschland auch nicht ratifizieren. Also Deutschland hat nicht ratifiziert, also das muss man einfach mal zur Kenntnis nehmen. Natürlich ist das viel spektakulärer, was in Frankreich und Niederlande geschehen ist, weil das Volk da abgestimmt hat. Und leider ist es so, dass in Deutschland nun das Volk nicht abstimmen darf. Das ist ein großes Ziel auch der Prozesse, dass endlich mal in Deutschland dieses Stück unmittelbarer Demokratie ermöglicht wird, also dass auch die Deutschen, die schrecklichen Deutschen, die natürlich das große Glück haben, überhaupt noch leben zu dürfen, als Europäer.